Na, noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Thema hier. Ich habe mal schnell nachgeguckt und habe tatsächlich noch zwei Videos gefunden, die das ein kleines bisschen zeigen, wie das mit den Pferden beim Antritt ist. Ich zeige euch erstmal eins, wo man es nicht ganz doll sieht. Mal sehen, soll er mal Gas geben hier? Ich mache es in Zeitlupe. Und jetzt schaut mal hier. Achtung. Die müssen anrucken. Die Pferde gehen etwas in Hinterhand runter, hier das Braune, da sieht man es ein bisschen besser, aber das ist für die kein Problem, das ist ein einscharriger Flug, ne? Also das juckt die Pferde gar nicht. Aber ich habe ein schöneres Beispiel. Na komm. So, ein schöneres Beispiel und zwar, hier muss ein Pferd mal etwas hochfahren, den Berg hochfahren und da wird es schon wieder schwerer und das gucken wir uns auch nochmal an und dann seht ihr, wie das Tier in die hinten runter geht, damit es besser den Berg hochkommt. Achtung jetzt. Jetzt wird es spannend. Jetzt geht es hinten runter. Freilich im Galopp, aber vorne geht es hoch. Also wenn es vorne hoch geht, muss es hinten runter gehen. Man sieht es schön, ne? Das ist so ein kleines bisschen der Beweis. Und wenn ihr euch mal umguckt, man sieht es ja leider nur noch selten, solche Tiere in Aktion. Wenn ihr euch mal umguckt, dann seht ihr, dass da was dran ist. Also, das war die Ergänzung zu dem Thema, dass das nicht bloß ein Spaß war, dass ich hier ein lustiges Foto hatte, sondern dass das wirklich so ist und dass man deswegen auch die Deichseln entsprechend anbaut, um es den Pferden leichter zu machen. Na gut, ich hoffe, das hilft zusätzlich. Würde mich freuen über irgendwelche Zuschriften, weil ich muss wissen, ob ich richtig liege, ob ihr damit was anfangen könnt. Also dann, macht's gut, tschüss.